Aber jetzt. Einladung und so. Truppeinladung. So. An zum Ansehen N drücken. Annehmen. Ah, dies muss immer direkt. Ja, direkt, komisch. Hat funktioniert gleich. Ich stelle mal meinen Game Sound leise. Ich habe Ton in der Ohren. Mhm. Schuh leise. Bei mir geht's. Ist in Ordnung. Audio. Ich mache einfach Gesamtpegel leise. Ja, Audio. Mache ich mal auf 50. Hab ich auch. Gut. So, noch ein bisschen was zum Spiel. Lach nicht. Ich bin ein fliegender grüner Käfer. Ich bin ein Ingenieur. Und ja, wir haben das beide erst seit gestern und wissen eigentlich noch viel darüber. Also alles noch neu für uns. Ich kann grün pupsen, guck mal. So. Ich kann als Ingenieur ein Geschütz aufstellen. Das mäht alles nieder. Ja. Bis jetzt macht das Spiel ja einen ganz netten Eindruck. Geht mit dem ab. Guck mal. Das? Keine Ahnung, der ballert mein Geschütz ab. Also, ich glaube, die Leute wissen selbst noch nicht, was sie hier zu tun haben. Es sind eben auch alle noch niedrige Level, Level 5. Was ist der? Level 4. Level 1. Level 12. Gut. Landungsschiff? So, dann machen wir das, was da steht, da rechts im Ecke. Obere Kavanagebiet. Halt! Muss mal Taschenlampe. Ah, hier. Dann nach einer Weile. Nach einer Weile upgradet sich das Geschütz irgendwie. Ja, warum? Keine Ahnung. Wenn da unten so eine bestimmte Zeit abgelaufen ist, upgradet sich das. Kann ich das auswählen, steuern, irgendwas drücken? Nein, überhaupt nicht. Oder weiß ich es noch nicht? Der weiß es nicht. Gut, dann wahrscheinlich letzteres. Oh, das war ein Map. Ein zweites kann ich auch anstellen. Ja, und wir haben am Armee-Terminal, ich zeig grad mal, wo das ist, bereits eine Armee gegründet. Wo war das denn? Armee-Terminal? Hier oben befinden sich die Armee-Terminals. Da kann man eine Armee gründen. Wir haben eine gemacht. Zwei Leute. Rekrutierung ist aktiviert. Und, eine Zwei-Mann-Armee halt und so. Ne? Ja, wie immer, wie im Planet. Versteht sich, ja genau, wie im Planet halt. Fliegen kann übrigens. Du ständig mit deinem Arm zucke. Ja, das ist. Babbelt was von Reloading. Das, ja, das, wenn er nachlädt, zuckt das so rum. Ja, aber das machst du jetzt dauerhaft. Und jetzt? Jetzt nehme ich. Jetzt auch ruhig. Waffe kurz gewechselt. Und wenn er die Waffe wegsteckt, der Typ ist auch Profi-Battler, dann hast du Kleingeld, kleinen Spend. Ich hab was für dich. Moment. Ja, was denn? Ja. Zufrieden? Ich mach mir selbst Aura. Ist nur grün Furze. Jetzt hab ich immer noch Aura. Ich kann mich selbst nicht heilen. Doch, geht von alleine hoch. Doch. Geht von alleine hoch. Übrigens, jeder Charakter hat diese Jetpack-Schuhe oder ja, Jetpacks eben, mit denen er fliegen kann. Wir haben noch gar nicht jeden gehabt, das weißt du doch gar nicht. Doch, ziemlich. Also, der Ingenieur kann es auf jeden Fall und der Biotech, also der Medizintyp da kann es. Gut,
Auf jeden Fall die beiden können es schon mal. Ob es die anderen können, bin ich mir jetzt sicher. Wir laufen mal zu dem Mission da. Wo ist denn die Mission? Es wird angezeigt mit so einem gelben Markierer. Ah, da unten, ja. Erobere die... 171 Meter habe ich. Gebirgsbasis zurückerobern. Kann das nicht jemand anders machen? Das ist ein neues Slogan. Kann das nicht jemand anders tun? Genau. Ah ja, hier sind übrigens die Armee-Terminals. 124, ah, das ist die Armee. Was ist das denn? Keine Ahnung. Geh mal gucken. Alter. Was ist das hier? Säge? Keine Ahnung. Melding Fragment Bogen Teleporter. Wohin? Keine Ahnung. Jetzt machen wir erstmal das, was da drauf steht. Ich will jetzt was tun. Ja, okay. Was erschießen. Was töten? Käfer. Käfer erschießen. Ich hab noch Käferschale im Gepäck. Was? Käferschale? Ja, unverarbeitetes Biomaterial. Kann man irgendwas mit tun. Wo sieht man die das Inventar hier? Inventar I. Missionslog? I, Inventar, I. Geht bei mir nicht. Ich guck mal kurz in Steuerung. Option. Tastenbelegung. Du kannst auch ohne rechts auf die Menüleiste drücken. Ups. Drück mal Return. Return. Rechts Return. Unten der, die Knöpfe da. Ich sehe sie. Und welcher Knopf ist das? Rucksack ist Inventar. Weltkarte. Rucksack. Ah ja. Inventar Z bei mir. Ich habe Schalenfragmente und Schrottteile. Ich habe Räche durchs Serie. Was? Das wird wohl meine Waffe sein. So wie es aussieht. Das ist die Waffe. Ah. Wiederverwendbar habe ich nichts. Also ich habe nur was. Primärwaffe habe ich in meinem Rucksack. Recycling. Kann man eine Waffe recyceln? Na gut, gehen wir zum Ziel. Ich hab Gamma jetzt ganz oben, damit ich meine Taschenlampe nicht benutzen muss. Ja, das sollte ich vielleicht auch tun. Grafik. Weil die nervt ein bisschen. Gamma. So, ja. Damit die YouTubianer auch was sehen. Auf YouTube wird es sowieso runtergerechnet. Wo müssen wir hin? Ja, dahinter zum Schiff, oder? Nee, nein, da das Zeichen. 143 Meter habe ich das anzeigen. Gebirge da zurückerobern. Oh, ich bin abgekackt. Nicht genug Saft in der Düse. Ob man das weiter skillen kann? Ja. Fallschaden. Gibt's Fallschaden? Nö. Sonst wäre ich das tot. Meine hat Schauer gemacht, aber nur 2 mm von der Energie abgezogen. Meiner nicht. Hier rein geht's. Ja. Gegner? Gegner. Was ist das? Eine Leiche. Naja. Zur Grafik, nicht wundern, die ist hier ein bisschen bescheiden. Ich muss die Grafik auf wegen der Aufnahme auf niedrig stellen. Sieht ganz gut aus bei mir. Gut, ja, ich kann mal markiere. Ich könnte mein Geschütz mal aufstellen. Machen wir. Tut es was? Ja, oder? Nö. Doch, es tut was. Hat ewig Schuss. Jetzt tut es nichts mehr. Ich kann das echt nicht mehr mitnehmen, Wahnsinn. Ja. Ging das Borderlands? Am Anfang oder erst geskillt? Nee, das ging schon immer. Da kommt noch ein Level 2. Der ist immer grau. Grün. So, und jetzt? You're dead. Wo steht jemand?
Pfeffer's the Empire is corrupting the Sith Constructs. Schwarz, all voll. Was? Install new hardware? Steht das? Hat er eben gesagt. Level 3? Ne, 2 noch. Da oben geht's weiter. Guck mal, das war's rot markiert. Mein Geschützturm scheint hier was niederzumähen, irgendwie. Mach mal ein neues auf. Was ist denn das für ein Ding? Keine Aua! Das hat mir Aua gemacht. Was ist das für ein Ding? Dein Geschütz? Jemand schießt auf dein Geschütz? Wer denn? Du Orbe so einer. Brilliant! I don't know how you figured it out, but the interference is gone. Good work on those Strifebringers. We've captured a few of them in the past, but I had no idea what they were used for. The Chosen must have used those to bring down Sin and Tauros. Clear to evac the server core. Sie können jetzt den Serverkeller geschützt feuert. Hier unten geht's lang. Ah, ja. Ich habe eine Technologie gefunden. Chosen-Technologie. Aha. Waffen kann man jetzt aufheben. Nein. Nehmen wir jetzt drin lieber mal eine Schrotflinte. Zuschen, guck mal, platziere Sprengstoff steht da. Was hab ich denn jetzt gefunden? Ein Ding. Das linke Shift halten zum Ansehen. Kuh halten zum Ansehen. Das kleine Gesundheitspower-Up. Ah ja. Spawnen die da? Ja, anscheinend. Hier muss man was tun. Platziere Sprengstoff steht da oben dran. Ja, aber wie? Halten, drückt halten, irgendwas tun. Ich kann jetzt gedrückt halten. Ich rufe ihn, sie scheint wohl zu one-hitten. One-hitten. Also. Hit. Mit einem Schuss hitten. Mit einem Schuss töten. Verlasse den Serverkern, steht da. Ist Zielangabe. Hier sind noch Feinde. Wieder zurück, wie es aussieht.